Hallo, liebe Bierfreunde und Kochfreunde von da und fern und willkommen bei einer neuen Folge Biersüfflers Kochstunde. Kochstunde wird heute wahrscheinlich nur Kochminute sein, denn wir sehen schon, was gibt's denn heute hier? Ja, Toast Hawaii. Toast Hawaii, wie, was, schon wieder was aus Hawaii? Nee, Freunde, Toast Hawaii, auch wenn man es denken könnte, dass es aus Hawaii kommt, kommt es tatsächlich aus Deutschland. Ja, wurde damals tatsächlich hier in Deutschland erfunden, dieses Toast Hawaii mit Ananas und so. Und ich dachte mir, diesen Retro-Klassiker, den müssen wir hier auf dem Biersüffler einfach nochmal vorstellen. Das heißt nochmal, haben wir ja noch gar nicht vorgestellt. Ja. Eine Zutat, die da jetzt drauf ist hier, die ist ein bisschen ungewöhnlich. Wie kommt das zustande? Ja, ist eine Gurke. Meine Freundin, die isst nicht so gerne Ananas, deswegen macht sie sich die mal ganz gerne mit einer Gurke. Und da haben wir gesagt, gut, nehmen wir hier eine kleine Gurke noch mit und die zeige ich dann einfach auch mal hier rein. Was brauchen wir denn? Toast, am besten Sandwich Toast, Kochschinken, Cheddar-Käse, Ananas und das Ganze wird bestrichen mit. Ja, Butter halt einfach, ne? Ein bisschen verwirrt ist schon spät hier. Ja, würzen tun wir es gar nicht. Da kommt einfach nur ein bisschen Paprika Edelsüß oben rüber und das war's gewesen. Also eigentlich ist es eher so ein Untrigger-Essen, ne? So, weil es ist wirklich so einfach, dass da gar nichts zu kochen, ne? Aber irgendwie dachte ich mir, komm, ich will das auf dem Kanal haben. Toast Hawaii ist einfach so ein Klassiker. Ja, 70er, 80er Jahre, na, ist nicht wegzudenken gewesen, ja. Und ich finde, es ist so ein bisschen verschwunden heute. Genauso wie der stramme Max auch. Der ist auch so ein bisschen verschwunden. Und ich möchte ganz gerne dazu beitragen, ja, dass es diese Klassiker, diese Retro-Rezepte tatsächlich hier auch mal wieder so ein bisschen, ja, Wichtung bekommen. Deswegen dachte ich mir, machen wir das mal. Vielleicht mache ich euch ja Appetit. So Leute, ich bereite alles hier vor. Was hier vorzubereiten ist, ist eigentlich nur auspacken. Und dann belegen wir mal unser Toast Hawaii. Gut, Freunde, ich habe jetzt hier mal sechs, ja, Toastbrotscheiben eben mal bestrichen mit ein bisschen Butter. Das Ganze schaut jetzt so aus, auch schon gleich auf dem Backblech mit dem Backpapier, sodass es da nicht anbappen tut. Ja, muss jetzt nicht ordentlich sein, weil es zerläuft eh. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit einem an, das Ganze so ein bisschen zu belegen. Wie machen wir das? Ganz einfach. Wir machen jetzt hier einfach mal ein bisschen von diesem Kochschinken, was wir da haben. Das packen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen da herauf. Ich habe das mal so gemacht, dass wir immer so drei vielleicht, drei so eine Ecken pro Toast machen. Das würde dann etwa so aussehen. Ja, so dass es durchaus darauf passt. So, dann kommt hier die Ananasscheibe drüber. Also Toast, Butter, Kochschinken, Ananas und oben drüber kommt dann einfach nur hier dieser Käse. So, dieser Chester-Käse. Ne? So, nun würde theoretisch nur noch die Würze da oben rüberkommen. Einfach mal ein bisschen Paprika Edelsüß. So, und das war es tatsächlich auch schon gewesen. So einfach ist das. Das geht jetzt bei 250 Grad für 7 Minuten in die Röhre rein. Und ja, nach 7 Minuten kann man es tatsächlich essen. Dann ist es richtig schön knusprig und saftig, fruchtig zugleich. Und wie gesagt, Leute, Ananas und Cheddar-Käse, wow, richtig lecker. So, wer sich jetzt fragt, wie funktioniert denn das mit einer Gurke, kann ich euch auch zeigen. Hier unten ist die Abteilung für meine Freundin. So, die kriegt dann natürlich auch erstmal den Schinken wieder, also Toast, Butter, Schinken. Wieder drei Ecken, die wir darauf machen. Ihr könnt auch das normale Toast nehmen. Ja, dann passt eine Ecke rauf, weil das normale Toast ist kleiner. Das ist jetzt hier Sandwich Toast, ne? So, nun machen wir einfach nur hier ordentlich Gurke rauf. Ja, ich habe die ein bisschen dicker geschnitten, weil die Ananas ist ja auch ein bisschen dicker. So, ich würde sagen, da kann man noch zwei kleine Scheibchen. Eine hier, eine da. Sieht dann so aus. Ja, und jetzt kommt ganz normal. Ich hoffe, ich schaffe es mit einer Hand, weil die sind immer so eingepackt in so einer Folie. Hygienisch. Ich versuche es mal, ob ich es hinbekomme. Ja. Kriege ich hin, da hört ihr es schon. Knischt dann. So. Und einmal. Da den Schiss darüber. Und Paprika Edelsüß. So, das war's gewesen, Freunde. Ich mache das jetzt fertig und dann sehen wir uns auch schon beim Anrichten wieder. Es ist so einfach, Leute. Das ist so richtig einfach und lecker. Bis zum Anrichten. So, Freunde, da ist es. Toast Hawaii. Ja, frisch aus dem Ofen. Schaut euch an, wie schön knusprig das ist. Aber auch saftig. Seht ihr das? Mit dem Käse, wie der da richtig schön zerlaufen ist. Hier der Schinken. Schön krossen Rand bekommen.
Wow. Ja, so muss das aussehen. Richtig cool, ne? Der hat sich richtig so um die Ananas ummantelt. Und ja, damit ist meine Aufgabe erfüllt. Ich habe dieses Rezept, diesen Rezepte-Klassiker der 70er und 80er tatsächlich jetzt hier verewigt auf dem Biersüffler. Wie immer euch viel Spaß beim Nachkochen, Zubereiten und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.